Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play The Infected. Wir sind wieder da und wir gehen unserem Lieblingshobby nach. Holzhacken. Schießt. Wir gehen unserem Lieblingshobby nach. Holzhacken. Jawohl, wir gehen Holzkloppen. Wir brauchen es für unsere Bude. Wir haben gefühlt mittlerweile den halben Regenwald hier abgeholzt. Das ist okay. Ich finde, das ist absolut legitim. Es soll Leute geben, die das sehr kritisieren. Ich finde das nicht schlimm. Denn wo etwas kaputt geht, da entsteht auch etwas Neues. Und sind wir mal ganz ehrlich, dieser Wald steht halt auch einfach im Weg. Ja, das ist ganz klar. Das sind Dinge, da macht sich keiner Gedanken drüber. Aber so ein Wald kann halt auch einfach störend sein. Ne? Ich finde, das ist durchaus etwas, worüber man nachdenken darf. Oder worüber man mal sprechen muss. Und ich weiß, es wird Leute geben, die das jetzt tatsächlich für bare Münze nehmen und denken, tatsächlich, Tobi denkt so. Oh shit, ich kann den nicht hochspringen, ne? Gut, wir brauchen eine Treppe. Warte. Bauen. Treppen. Eine Holzrampe. Eine Holzrampe will ich gar nicht. Ich möchte gerne einfach nur eine Treppe haben. Ah, guck mal hier. Perfekt. Was brauchen wir dafür? Boah, immer 3 Holzscheite und immer 4 Bretter, ne? Egal was ist. Junge, Junge, Junge. Okay, jetzt können wir da hochlaufen, ne? Ah, guck mal. Perfekt. Perfekt. Ja, pass auf, dann packe ich hier nochmal die Bretter drauf. Die beiden Holzscheite können wir hier ranbobbeln. Und dann gehen wir wieder los. Ich habe einen Frosch gehört. Es hungert auch bald wieder ein bisschen. Das heißt, der Frosch lebt sehr gefährlich, tatsächlich. Aber jetzt gerade erstmal nicht. Wir holen uns jetzt erstmal ein bisschen Holz. Wir sind nebenbei außerdem noch dabei, uns ein Schild zu basteln, was, glaube ich, ganz wichtig ist. Für künftige Loot-Vorhaben. Wie gesagt, ich würde gerne nochmal unterwegs gucken. Eine weitere Kartoffelpflanze wäre nice, ehrlich gesagt. Ob wir das hinbekommen, weiß ich nicht. Und wir müssen uns halt immer noch überlegen, was wir mit unserem gefundenen Tech-Punkt machen. Ne? Wir könnten theoretisch gesehen, könnten wir auf... Ich nehme mal 3 Stück wieder für die Bretter und... Ah, ich komme nicht dran. So, und die restlichen Scheite verwobbeln wir. So. Zack, zack. Ja, also ich fände an sich interessant zu sagen, okay, wir nehmen die erweiterte Werkbank. Auf der anderen Seite bin ich mir halt unsicher, weil ich auch irgendwie das Gewächshaus gerne hätte. Und es ist ja nun wohl scheinbar so, dass man hier im Winter Stuff anbauen muss. Was durchaus problematisch werden kann. Wenn man... Also, ne, wir brauchen... Was ist denn jetzt? Oh, ich habe keine Ausdauer mehr. Okay, ich bin zu schnell unterwegs, glaube ich. So, jetzt aber. Ja, wir brauchen durchaus was mit für den Winter. Wir brauchen für den Winter was zu essen. Ich glaube, da wäre das Gewächshaus am sinnvollsten, weil wir damit natürlich nicht nur unseren Hunger stillen, sondern eben auch so Vitamine und so, ne? Das kann man ja hier, da muss man hier ein Stück weit schon drauf achten. Das ist jetzt nicht so krass wie bei Scum zum Beispiel. Scum, muss ich ganz ehrlich sagen, hatten auch viele gefragt, Tobi, willst du nicht mal... Okay. Tobi, willst du nicht mal wieder Scum oder so spielen? Ich bin ganz ehrlich, Scum ist schon nice. Aber Scum ist mir halt, was die Vitamine, Kohlenhydrate und Fette angeht, das geht mir einfach zu deep, sag ich ganz ehrlich. Das ist mir zu krass. Also das ist zwar schon nice irgendwo, ne, dass es halt ein Spiel gibt, was da so, ja, so intens rangeht, sag ich mal. Aber es ist mir halt doch ein bisschen zu heavy irgendwie. Weiß ich nicht. Das ist ja gefühlt schon irgendwie eine Wissenschaft für sich. Weißt du, was ich meine? Ich weiß nicht, das ist mir irgendwie, ist mir das zu heftig. Das war, wie gesagt, damals schon ganz lustig, aber, boah. Way too much. This is way too much. So. Oh, was fehlt uns hier? Hier fehlen noch 2 Bretter. Warte.
Okay. Zack, zweimal noch. Hier, einmal noch. Wir brauchen noch einmal drei Holzscheite. Wir gehen aber nochmal einen vollen Wagen holen, weil wir brauchen ihn sowieso. Ich frage mich, ob es hier eine automatische Holzproduktion oder so gibt. Okay, ich mache noch ein bisschen Tempo, weil wegen Sonne und so. So, wie gesagt, ich versuche die dünnen Bäume einigermaßen leben zu lassen. Es passt halt immer perfekt ein dünnen... Oh, warte mal. Was haben wir denn hier? Wann habe ich das denn übersehen? Frech. Absolute Frechheit. Einfach den Baum liegen gelassen. Das kann ja wohl nicht sein. Huch. Oh Gott. So. Ich frage mich, ob dieses Hühnchen Fleisch bringt. Ich würde es gerne probieren. Wir müssen aber nach einem Bogen gucken, ne? Ich glaube, wir wollten uns tatsächlich auch einen Bogen basteln. Haben wir bisher nicht gemacht. Hä, das Hühnchen ist zu schnell. Das kannst du vergessen. Den kriechen wir nicht. Den Lümmel. So, bringen wir mal das Wurt zurück. Wir können aber das hier mal zerkloppen. Ne? Ich weiß nicht, warum das da liegt. Aber das bringt auch nicht Feuerholz. Oh, könnte ich mehr tragen? Warte, einmal kurz das Zeug zurückbringen. Hm? Dann können wir das Feuerholz mal hier einsortieren. Und dann hole ich den Rest gerade. Nochmal, wie gesagt, diese Feuerhölzchen hier, das kann man ruhig mitnehmen immer, wenn das hier am Rand liegt, weil es despawnt halt wahrscheinlich irgendwann. Und dann ist es halt weg. Ne, und das ist so Krabbelkram. Den kann man so nebenbei mal so ein bisschen mitnehmen. Ist eigentlich ziemlich nice. So, pass auf, wie viele Bretter brauchen wir hier? 1, 2, 3 und dann eben noch die Bretter. Da können wir nochmal nachlegen. Eieieiei. Was ein Gegrinde, Alter. Das ist ja Wahnsinn. Junge. So. Dach drauf und Feierabend. Nee, warte mal, wir brauchen noch eine Tür. Ja, wir brauchen noch eine Tür. Verdammt nochmal. Warte. Türen. Holztüre. Kann ich die... Wie geht denn die dann auf? 7 Bretter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, unsere ganzen Bretter sind leer. Holy shit. Ja, das ist okay. Vom Aufgehen her ist das vollkommen in Ordnung. Wobei ich tatsächlich, glaube ich, versuchen würde... Also ich jetzt... Ich würde, glaube ich, versuchen, das mal irgendwie offscreen noch ein bisschen Holz ranzuholen. Also so Holz hacken, Sachen auffüllen, hier diese Sachen auffüllen... Da werden wir irgendwann den Punkt sein, dass ich das halt einfach offscreen mache, weil das ist wirklich zu repetitiv auch irgendwie, ne? Das ist viel zu repetitiv, das ist ja, ja. Also wenn ich mal 1, 2 Bäume hacke offscreen, dann seid mir bitte nicht böse. Aber das ist halt wirklich, wenn jetzt nur 3 Folgen immer nur das passiert, ist das schon ein bisschen boring irgendwie, ne? So, pass auf. Ach, wir müssen die eh leer räumen, ne? Okay, pass auf, folgender Plan. Es gibt dieses Ding für Holzbretter. Ich meine, das haben wir nicht gebaut. Brettständer. Den haben wir nicht, oder? Da lagern Hölzer und hier lagern die richtigen Stämme quasi. Ja, genau, den haben wir nämlich nicht gebaut. Also, folgendes werden wir tun. Bauen wir den hier draußen oder bauen wir den hier drinnen? Drinnen. Wir bauen ihn hier drinnen. Pass mal auf. Ich nehme die mal mit. Und dann gucken wir mal. Kann man die übereinander stellen? Wäre voll nice, wenn man die übereinander stellen kann, aber es geht wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Wäre aber irgendwie cool gewesen, wenn das gegangen wäre, aber leider... Not possible. Ich stehe im Weg, glaube ich, ne? So. Junge. Und die beiden Bretter noch. Und dann können wir das Ding da auch noch hinstellen. Wunderbar. Guck mal. So. Zack.
Ich meine, wir werden irgendwann an dem Punkt sein wahrscheinlich, dass wir nicht mehr beide brauchen. Ne, dieser Punkt wird kommen, es wird irgendwann der Tag kommen, wo wir uns wahrscheinlich noch diese anderen Dinger bauen können. Oh, warte. So. Und so. Es wird irgendwann der Tag kommen, Stöcker brauchen wir dafür, wo wir uns diese anderen, diese richtige Säge bauen können. Ach komm, warum sammle ich jetzt hier Stöcker? Komm, also bitte. So weit kommt es jetzt noch. So, guck mal. Achso, wir können keine mehr aufnehmen, okay. Ja, dieser Tag wird wahrscheinlich irgendwann kommen und dieser Tag, auf diesen freue ich mich sehr. Aber dafür brauchen wir halt auch Strom. Ne? Und dafür müssen wir wahrscheinlich dann vorher erstmal in irgendeine Höhle oder sowas gegangen sein, um allen möglichen, ich sag mal, Erzkrams zu holen. Aber ich freue mich ein Stück weit darauf. Das wird, glaube ich, ganz lustig. Vor allem, weil ich mir ja immer so schön in die Hose scheiße. Ne, das wird. Ach so, lagert er die. Oh. Er ist wieder da. Der Eberhard. Wieder hier durchs Wasser watschelt, ne? Okay, wir können leider nicht durch das Fenster rausgucken, weil... Ja. Boah, Schnafte sieht er ja schon aus, ne? Der schmeckt bestimmt auch gut. Der bringt auch bestimmt einiges an Stuff. Aber wir facen den jetzt nicht. Ich gehe auch mal gerade nicht raus. Ich hätte hier ein Fenster hinmachen können, theoretisch, ne? Dann hätten wir nämlich unseren... Dann hätten wir unsere Sachen bedienen können. Scheiße. Na egal. Okay, pass auf. Wir können aber den hier, können wir hier hinten in die Ecke stellen. Ich glaube, da passt der ganz gut hin. Oder auch nicht. Oder doch? Mal guck mal. Ist der noch da? Oh no. Der ist direkt bei uns im Haus. Scheiße. Deswegen wäre es eigentlich ganz wichtig... Der ist direkt hier bei uns. Da ist er. Deswegen wäre es eigentlich ganz wichtig, dass wir noch nach oben was haben. Wir brauchen eine obere Etage, um uns einfach ein bisschen... Hat er da gerade hingeschissen? Um uns einfach ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, Überblick verschaffen zu können. Das wäre eigentlich ganz, ganz wichtig. Ich stelle die Werkbank mal hier hin. Ja, das wäre eigentlich ganz nice, dass wir uns ein bisschen Überblick halt einfach verschaffen können. Weißt du, was ich meine? Deswegen wäre es eigentlich verdammt gut, wenn wir eine obere Etage hätten, wo man mal so ein bisschen ausspähen kann, ne? Wo man mal ein bisschen was sieht. Ich meine, wie gesagt, die Wildsau da draußen jetzt, der sollte uns jetzt eigentlich nicht groß gefährlich werden, aber jetzt zum Beispiel sehen wir ihn nicht mehr. Ich weiß jetzt nicht, wo er ist. Ich könnte hier rausgehen, aber ich habe Angst. Der Eier da draußen auf jeden Fall noch irgendwo rum. Eigentlich wäre es echt nice gewesen, wir hätten hier ein Fenster, dann könnten wir nämlich unsere Dinger hier draußen bedienen. Wir haben nämlich auch echt Hunger, ne? Okay, wir speichern mal und gehen einfach mal raus und gucken, was passiert. Ist der denn? Das Ding ist, an sich hätte ich halt jetzt schon echt gern was zu essen, ne? Mal in diese Richtung hier abhauen. Ich mach mal die Tür zu, dass der hier reinläuft. Wie gesagt, ich hätte schon echt gern was zu essen jetzt, ne? Ich glaube, das Wildschwein ist zu heftig. Ich sehe ihn aber auch nicht. Ehrlich gesagt. Ich sehe nicht, wo der ist. Okay, wir brauchen unsere Pflanzen gerade nicht gießen. Das ist sehr praktisch. Ah, da ist ein Frosch.
Perfekt. Exactly what I was looking for. A nice frog. Hello, fellow American people. Do you know how good frogs are? Gott. Diese schlechten amerikanischen Werbung aus den 70ern. Okay, wir haben ganz viel Feuerholz, das nehmen wir mit. Jetzt können wir nichts mehr tragen. Fantastisch. Reicht es, wenn wir eins da lassen? Jo, perfekt. Okay, wenn ihr den Eber irgendwo seht, schreit bitte ganz laut. Ansonsten würde ich mich über einen Frosch noch freuen. Warte mal. Bevor wir jetzt komplett dem Hunger verfallen. Schon da oben ist, glaube ich, noch ein Frosch. Oder ein Stein. Oder beides. Nein, ein Frosch. Tschüss. Mr. Frogge. You're a mean one. Mr. Frosch. Ah, guck mal, wer da läuft. Sehr gut. Ich glaube, wir sind wieder überladen. Natürlich sind wir das. Okay, ich höre den Eber aber zum Glück tatsächlich nicht mehr. Kommen die Kartoffeln eigentlich auch hier hin? Oh, man kann auch die Kartoffeln hier hin. Park, nein, 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 nein. Zurück, 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 zurück. Oh Gott. Wir brauchen die Kartoffel erstmal hauptsächlich als für die Kartoffelpaste. Was mache ich denn? Aber nice to know, man kann scheinbar gebackene Kartoffeln machen. So Grillkartoffeln oder so, das ist ziemlich cool. Ah, wir brauchen was zu trinken, ne? Und wir feuern auch nochmal ein bisschen nach hier. Okay, ich höre den Eber wieder. Könnte sein, dass der gleich wieder zurückkommt. Bis dahin würde ich gern was gegessen haben. Ich sehe den aber auch nicht, ne? Ich weiß nicht, wo der Lümmel hier rumläuft. Aber ich sehe ihn auch nicht. Okay, ich würde mal ganz kurz hier runterjumpen, was zu trinken nachlegen. Damit das Wasserchen erstmal wieder neu rein dingenst hier. Damit wir auf jeden Fall safe erstmal genug Wasser haben. So, und dann verkrümeln wir uns erstmal. Wobei, warte mal, ich würde gerne den da mitnehmen. Was? Achso. So. Och nö. Was war das? Okay. Keine Ahnung. Verstehe ich nicht. Okay, erstmal hier hin. Scheißegal. So. Hör zu. Und erstmal ein bisschen abwarten. Ich sehe, wie gesagt, diesen Eber nicht. Der macht mich ganz kirre. Wenn ich nicht weiß, wo der ist, dann heißt das, wir sind angreifbar. Und das mag ich nicht. Du weißt halt auch nicht, ob der nicht aus irgendeiner Ecke plötzlich geschossen kommt. Kann auch sein, dass der da oben irgendwo im Stein backt oder so. Ich weiß es nicht. Aber ich mag das nicht. Das ist mir süß. So, ich stelle mal das Bettchen hier hin. Das soll später natürlich irgendwann mal dann... das soll später natürlich irgendwann mal nach oben dann, ne? Ist klar, wir schlafen oben auf jeden Fall. Und hier können wir jetzt mal gucken... dass wir vielleicht diese Schmiede hier hinten in die Ecke packen. Guck mal. So. Und diese Schmiede vielleicht hier in die Ecke. So. Ich meine, ideal wäre jetzt natürlich gewesen, wir könnten da hinten noch, ach, geht nicht, oder was? Ah, doch, 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 doch. Ideal wäre natürlich gewesen, wir hätten jetzt da hinten vielleicht noch irgendwie die Steine hinpacken können. Na gut, dafür können wir halt kurz die Tür aufmachen und die Steine rausholen. Das ist das Ding. Ja, guck mal, ist ja erstmal ganz nice. Ja, mir fehlt der Ausblick. Also wir werden in zeitnah wahrscheinlich dann doch eher gucken, dass wir noch nach oben bauen. Ich denke, huch, ich denke, das ist nicht verkehrt. Machen wir das Mulch hier noch rein. Das packen wir hier rein. Beide zünden wir an. Das dürfte ja hier drinnen eigentlich kein Problem sein, glaube ich.
Oh, dann können wir so ein paar Steine holen und damit wir da eingeschmolzen. Bam. Bam. Achso, warte. Hier. Bam. Bam. Ich meine, wenn wir jetzt ein Schild hätten, hätten wir halt gegen das Schwein auch schon in Konfrontation gehen können. Ne? Das wäre kein Problem gewesen. Aber ohne Schild gehe ich an den Bruder nicht ran. Sage ich euch, wie es ist. Weil den Kampf könnten wir durchaus verlieren. Wir brauchen auf jeden Fall jetzt nicht mehr so viel. Wir haben es fast geschafft. Und dann können wir uns hier richtig geiles Schild machen. Und dann können wir mal versuchen, gegen so ein Viech zu kämpfen. Wo ist er denn jetzt gerade? Ich sehe den halt auch nicht, ne? Da drüben ist ein Bär. Oh, leck mich am Arsch. Da drüben ist ein Bär. Oh, boy. Das ist gar nicht gut. Okay, scheiß mal. Scheiß mal auf den Eber, da drüben läuft einfach ein fucking Bär durch die Gegend. Eieieiei. Das ist nicht gut. Lass mich mal ganz kurz gucken, wie machen wir denn. Wie machen wir denn nochmal diese Lehmschüssel, sag mal? Da ist das hier. Lehmschüssel. Dreimal Lehm. In der Werkbank wahrscheinlich, ne? Wollen wir halbieren. Lehmschüssel. Einmal teilen. Zack. Okay, das Lehm können wir wieder wegpacken. Warte. Hier drin war das. So. Und mit den zwei Lehmschüsseln, die wir da jetzt haben, können wir uns... Ich weiß nicht, ob das hier ging. Ich bin mir unsicher. Dürfen wir uns jetzt hier so eine schöne... Nee, so war das nicht, ne? Okay, warte mal. Dann war das vielleicht auch eher an der Werkbank. Lehmschüssel und Kartoffel. Yes. Die wollte ich haben. Die wird nämlich auch nicht schlecht. Und die Kartoffel verdirbt irgendwann. Und ist dann nämlich weg. Aber die Kartoffel passte nicht. Das ist sehr gut. Ah, der Bär da drüben gefällt mir gar nicht. Uiuiuiui. So, Eisenbrocken sind raus. Stollinger wieder drauf. Und das gleiche Abenteuer machen wir hier auch noch einmal. Steinger drauf. Wunderbar. Eisenbrocken eben einsortieren. Warte mal. Da haben wir auch mal ein bisschen was. Und da haben wir auch noch was. Das ist ja wunderbar. Und die Kartoffelpaste brauchen wir auch mal da rein. So. Geil. So, da muss ich kurz die Aufnahme unterbrechen. Jetzt geht's weiter. Wir sind wieder da. Auch wenn ich die Aufnahme unterbrochen habe. Wir haben immer noch Besuch. Ja. Wo ist denn das Wildschwein eigentlich? Ich wüsste gerne, wo der Eber rumläuft, ne? Da unten eiert irgendwo ein Frosch rum. Kurz ums Mikrofon rumgucken. Also der Bär da drüben macht mich ja ein bisschen nervös, ne? Der Bär da drüben macht mich ja ein bisschen nervös, muss ich sagen. Ansonsten das Schwein jetzt eher weniger, aber der Bär ist uncool. Wie ist das eigentlich, wenn wir jetzt, also sagen wir mal für den Fall, dass wir ziemlich krass drauf sind und den Eber einfach mit unseren blanken Fäusten vermöbeln würden. Könnten wir den dann schlachten? Wir haben halt die Schlachtbank nicht, ne? Ich weiß nicht, ob das gehen würde, ich habe keine Ahnung. Lass uns mal kurz auf die Map gucken. Was ist das? Oh, hier ist ein Händler. Oh, und da ist Wüste oder irgendwie sowas. Guck mal. Aber hier ist ein Händler. Wir bräuchten halt eigentlich... Ich glaube, das Ziel, was wir haben sollten erstmal... wäre, dass wir irgendwie... Da ist auch ein Händler. Die Map ist schon groß, ne? Die Map ist schon echt riesig. Wie kommen wir zu Treibstoff? Das wäre auch nochmal so ein Ding, ne? Mechanikteile.
Tuch, Pfanne. Ich glaube, zu Treibstoff kommen wir erst wieder. Ich glaube, zu Treibstoff. Warte mal, Biotreibstoff. Mit 3 Rationen verdorbenem Essen hergestellt werden. Ach, das ist ein Treibstoff für den Mineralextrahierer. Scheiße. Ich dachte, das könnten wir für unser Auto nehmen. Treibstoff für Fahrzeuge. Wir haben doch hier doch Treibstoff. Jetzt frage ich mich natürlich, ist da was drin? Ne? Müssten wir eigentlich mal ausprobieren, ne? Eigentlich müssten wir es mal ausprobieren und nach und zu unserem ATV rennen und mal gucken, ob da was drin, ob man das damit auffüllen kann. Weiß ich nämlich nicht. Ob das geht? Keine Ahnung. Wäre aber auf jeden Fall mal interessant zu wissen. So, wir müssen jetzt kurz die Tür öffnen, um Steine zu holen. Tschüss. Aber ich glaube, wir können uns unser Schild machen. Ich glaube, wir können uns unser Schild craften. Kann das sein? Warte mal. 4? Nein. Uns fehlen noch 3 Stück. Also mit der nächsten Lage quasi. Warte mal, das sind 5, 10, 15, 20. Ja. Nee, Quatsch, warte mal, gar nicht. Wir können uns das Schild machen. Geil. Sehr, sehr... Nice, da vorne ist der Bär, der läuft da im Wasser rum. Ach du Scheiße. Ah, ja, okay, pass auf. Wir probieren es aber mal. Wir machen uns jetzt unser Schild. Das machen wir erst in der nächsten Folge. Wir machen uns unser Schild und versuchen dann mal, ob wir gegen den Eber ankommen. Ich weiß nicht, was passieren wird. Keine Ahnung. Wir werden auf jeden Fall mal versuchen, ob wir gegen den Eber kämpfen können. Mit dem Schild in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Und bis dahin.